Herzlich willkommen zum nächsten Part von Mega Man X4. So, im letzten Part haben wir Web Spider mal die Leviten gelesen und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Pilzkopf. Sag ich ja. Pilz. So. Was soll ich großartig sagen? Ich nehme heute zum ersten Mal mit einem neuen Programm auf. Camtasia Studios. Das hat mir der Liebe, das zocke ich jetzt mal wieder, ans Herz gelegt, dass ich es nochmal ausprobieren sollte. Und ich mache hier gerade wieder nur Blödsinn. Boah, wenn die Aufnahme klappt, dann ersetzt dieses Programm mal eben drei von meinen Aufnahmeprogrammen. Beziehungsweise zwei Aufnahmeprogramme und mein Programm, was ich benutzt habe, zum Schneiden. Und das wäre auf jeden Fall schon mal effektiveres Arbeiten. Weil die dauern dann die Arbeit an den Parts selber nicht mehr so lange. Ja, bis jetzt teilweise bis 3 Stunden für einen Part gebraucht. Und das ist dann doch schon nervenzehrend. So. Ach, ich mache heute echt nur Blödsinn hier, ey. Das muss doch reibungsloser abgehen. Komm schon, Zero. Das können wir besser. Ja. Weiter, weiter, weiter. Zack, zack, zack. Ah, je, jetzt kommen die Dinger. Nein. Boah, Volltreffer. Das muss sich echt noch verbessern, ja. Nee, du fängst nicht an zu feuern. Scheiß Blumen, die sie auch noch wieder reparieren. Jetzt kommt, glaube ich, auch der erste Zwischenboss mal wieder. So ein Drecksviech. Eigentlich relativ einfach, da man ihn immer nur dazu bringen muss, immer quasi an den gleichen Stellen anzugreifen. Da kann man ihn ordentlich ans Reinwürgen. Und noch eine Ladung. Ah, ob das jetzt kein Fehler war? Uah. Jetzt habe ich so ein kleines Problemchen. So. Ah, fuck. Scheiße. Da hat er mich. Das war's. Bei dem gab es einen Trick, den muss ich aber erstmal wieder herauskriegen. Ob das vielleicht was bringt, wenn ich mich an den großen Plattformen seitlich bewege? Ausprobieren. Dann müsste direkt mal hier in der Mitte. Scheint mir dann einfach dies zu sein. Ja, das sollte klappen. Das sieht wieder schlecht aus. Da. So wird das nix. Also ich hatte ihn echt leicht in Erinnerung. Irgendwie müssen wir den doch wegkriegen.
versuche diesmal am Rand statt in der Mitte. Das war, glaube ich, gerade eine extrem blöde Idee. Hoffentlich klappt es diesmal. Ah, je. Yeah. Natürlich genau das gemacht, was ich vermeiden wollte. Und er nimmt wieder die nächste Plattform. Er taucht nicht so hin, wie ich will. Das war doch mal exzellent. Müssen wir jetzt nur noch die weiteren Male hinkriegen. Und noch ein zweites Mal genatzt. Oh. Ja, man muss das Timing extrem abpassen. Aber es hat funktioniert. Es war erst noch zwei Anläufen. Oh, ich hoffe, dass der Pilzkopf jetzt gleich nicht zu große Faxen macht. Mit einem Leben. Beziehungsweise mit gar keinem Leben mehr. Müssen wir jetzt durchkommen. Ja. Die Konzentration jetzt. Ach, hier auch noch. Komm weiter. Na je. Das kann ja noch was geben hier. So, mal direkt den Herzcocktail. Aie. Aie. Na, fuck. Scheiße. Das war so nicht gedacht, aber ich wusste nicht mehr genau, wo die anfangen hat abzuschneiden. Oh, jetzt geht's aber los hier. Ach, werden wir bei einem zweiten Anlauf holen müssen. Ach, jetzt kommen sie halt diese doofen Pflanzen. Oh yeah. Na, wenigstens keine langweilige Fahrstuhlmusik. Zack. Ah, je, ist der langsam. Das ist ja mancher Baustellenfahrzug schneller. Ich komme nicht mehr raus aus der Ecke. Ach. Darf man natürlich nicht zu weit sliden, sonst ist man ganz schnell Moos. So. Ist die Plattform jetzt? Die ist nur zu Ziel da, oder was? Ja. Hier kriegen wir nochmal Energie. Und da kommt er auch schon. Steht ein Pilz im Wald. Kommen Sie herunter und trinket aus. Ja, ja, ja. Ja, der macht ja wieder seine Hologramme. Zieht er sich auch noch selber. Das ist natürlich das Schöne, dass ich dafür vorher mit gegen Web Spider gewonnen haben, haben wir natürlich auch noch die Waffe, gegen die er empfindlich reagiert. Wir müssen nur dazu kommen, sie einzusetzen. Ich kann nämlich nicht groß Faxen machen dann. Ja, könnten wir sogar schaffen. Continue. Natürlich auch doof, dass die Waffe so lange braucht zum Einsetzen. Bei X wird es ein bisschen schneller gehen. Tja. Jammern bringt alles nichts. Nochmal von vorne.
Aber zum Glück nur den zweiten Teil des Levels. Ansonsten würde ich, glaube ich, jetzt direkt einen Schnitt machen. Ach, ey, ich stelle mich ja jetzt noch bescheuerter an als beim ersten Mal. Das darf es doch nicht geben, ey. Ja, komm, mach ihn hier da. Aber wir haben wenigstens noch mal eine zweite Chance, hier ranzukommen. Und wieder vermasselt. Weiß nicht, ich will es jetzt haben. Das muss doch zu schaffen sein. Nein. Zero. So, jetzt aber. Sorry, Leute. Ich will das Ding unbedingt haben jetzt. Ja, nochmal continue. Das muss doch zu schaffen sein. So schwer kann das doch nicht sein, Zero. Kriegen wir schon hin, oder? Ah. Naja, hier kamen wir zumindest ein bisschen besser durch jetzt. Mal gucken, ob wir jetzt endlich mal den Herzcontainer kriegen. Herzcontainer, den Energietank. Na, ja, ich sehe schon wieder nichts. Das kann doch nicht so schwierig sein. Es geht doch. So, und jetzt durchmarschieren hier. Jetzt nochmal den Fahrstuhl. Lalalalalala. Ach ja, das ist natürlich der spannendste Teil. Die Fahrstuhlfahrt. Diese blöden Pflanzen nicht wären. Jetzt kommst du wieder. Ne. Ach, wieder getroffen. Gibt es da nicht. Du solltest mal versuchen, mit weniger Boost zu spielen. Schnell ist nicht immer gut. Leider unzerstörbar. Genau, sie stoßt die nochmal ab von. Jetzt kommt nochmal der Pilzkopf. So, mit voller Energie und einem kleinen Ticken mehr müssen die doch diesmal in Grund und Boden stampfen. So. Aufpassen wegen. Ach, da sah ich es noch und spring trotzdem rein. Wer... Da bist du! Nicht so. Ach. Zu dicht beieinander jetzt gerade. Naja, zumindest stelle ich mich diesmal ein bisschen besser an wie beim ersten Mal. Jetzt wird's knapp. Direkt zu Beginn nochmal einmal. Schön. Ach ja. Somit haben wir auch endlich das geschafft. Und jetzt bekommen wir ein schön lilafarbenes Schwert.
Sollte ich mich vertan haben? Ich meine, jetzt färbt sich das Schwert durch die Pollen von diesem komischen Pilz lila und dadurch bekommen wir mehr Attack Damage. Einmal schnell speichern. Ja, überschreiben. Zweite Waffe und ein Herzcontainer. So. Gut. Ja, dann war es das mal wieder von mir mit Mega Man X4. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Ray to Rumble mit Zero. Tschüss.